Wir sind da zum nächsten Livestream und in Wirklichkeit müsste ich heute jetzt irgendwas Belangloses reden, kurzfristig, damit wir ein bisschen warten, bis ein paar Leute mehr zugeschalten haben. Aber die meisten Leute schauen sie sowieso im Nachhinein. Und das ist kurz noch Aufruf. Na, Aufruf ist blöd, wenn ich es jetzt erzähle. Aber alle, die es jetzt nicht sehen, können es immer später anschauen auf die diversen Facebook- oder YouTube-Kanäle, weil das bleibt ja drauf. Das ist ja nicht nach der Live-Session vorbei. Was wir heute gemacht haben, ist ein paar Kameras aufgebaut, weil wir ein paar Gäste haben und natürlich auch ein paar Mikrofone und dann haben wir auch noch eine Crew und dann haben wir noch eine Action-Cam, das heißt, ich habe mein Telefon da, seht ihr es? Ah, das übertragt, unglaublich, unglaublich. Und da haben wir sie schon. Ich? So unhöflich wie ich bin, fangen wir mit mir an. Dann haben wir da den Rolf Bieland. Hi Rolf. Charlie, Horst. Natürlich den Kurt Waltensberg dazu. Hi, Horst. Zuerst haben wir gedacht, es sind nur 7 WM-Titel, aber im Endeffekt sind es jetzt 14, oder? Hat ja jeder 7 von euch? Ich habe 6. Ah, ich habe 6, du hast nur 6, oh, das tut mir leid, aber ja. Du bist ja quasi, könntest noch aktiv einsteigen, ne? Ja. Aber nicht mehr lange. Ja, trotzdem. Da haben wir die Ornella. Hallo zusammen. Sie kümmert sich um die Kommentare, gell? Sie wählt aus, wenn wer was blöd schreibt, muss er gar nicht schreiben, weil das wird gleich weggecancelt. Und da, der Marco, der schaltet die Kameras hin und her. Und da haben wir einen Fernseher montiert, einen großen. Und jetzt seht ihr Fernseher in Fernseher, ist klar, weil das endlos übertragen wird. Und da sehen wir, was ihr macht oder was ihr schreibt, was übertragen wird, sozusagen, damit wir eure Kommentare sehen. Also, jetzt gehen wir wieder zurück auf die hochprofessionellen Kameras, oder? Und wir haben ganz viel Fotomaterial gekriegt, wo wir ein bisschen durchgehen und dann haben wir noch viel Material, wo der Rolf mitgebracht hat und der Kurt. Und wir haben auch da einen gut bekannten Seitenwagen bei uns und von dem her ist das natürlich, wird es vielleicht sogar ein bisschen eine längere Sendung. Alles, was ihr fragen wollt, bitte fragt es. Wir machen 2 oder 3 Fragerunden zwischendrin. Wir schauen uns zuerst einmal die ganzen Fotos an und der Rolf und der Kurt werden was dazu erzählen. Da gibt es sicher wahnsinnig gute Geschichten vom Fahrradlager, wie das Fahrradlager noch echtes Fahrradlager war, wie die Männer noch Männer waren und wie Weltmeister noch ölige Finger gehabt haben, glaube ich. Aber ich glaube, bei Seitenwagen hat das auch nie geändert. Die sind immer am Schrauben und am Putzen und am Machen. Und dazwischen machen wir dann wieder eine Fragerunde. Da wird die Ornella live geschalten. Und danach machen wir die nächste Runde mit den nächsten Fotos. Wir haben ein sehr gutes Material gekriegt vom Elio Cresani. Und das ist echt der Hammer, die Fotos. Danke noch einmal. Und die sind wirklich nur für unsere Verwendung da. Also nicht später da Bildschirmfotos machen und irgendwo weiterverwenden, ohne dass ihr den Elio fragt. Bitte fragt ihn. Er ist sehr heikel mit den Fotos. Und dann haben wir natürlich, der Peter Schenk hat die 2 sehr lang begleitet. Und hat wahnsinnig gute Aufnahmen gemacht, die dann von seinem Sohn, vom Hempo Schenk, in einen Film zusammengefasst worden sind. Und den Film schauen wir uns kurz an. Da haben wir noch 7 Minuten Fotos, die wir auch diskutieren werden. Wir schauen gleich mal rein, nämlich an Elio seine Fotos, was er uns geschickt hat. Und da wäre schön, wenn ihr zwei dann gerade ein bisschen was dazu erzählt. Das wäre cool. Also, fängt einmal um. PDF. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist aber Porno. Jetzt. Also da haben wir, das muss 75 gewesen sein, ersten Mal in der Weltmeisterschaft mit diesem Team, also Red Devil Team, das ist etwa von Peter Schenk, der Name, kam der Schweizer, rot-weiß, ja. Hat gepasst, aber Red Devil Team, das war damals im 6-Tage-Rennen, hat es eine Mannschaft gegeben, die hat eben auch Red Devil Team geheißen. Und daher war der Name für den Peter Schenk, der war auch in der Velobranche ziemlich aktiv zu seiner Zeit. Da kam der Name her. Lustiger war, als wir dann mit diesem Zeug da nach England fuhren, jetzt haben die uns angehört, wow, Red Devil Team, haben die gedacht, wir sind von den Red Arrows. Aha, die, ja. Kurzweg, die heißen ja auch so. Das war dann die Überraschung für uns, also der große Kleber auf dem Auto, und die alle wollten Autogramme vom Red Devil Team.
noch nicht von uns. Wie ich das Foto gesehen habe, weißt du, an was ich denken habe müssen? Ich traue mir es gar nicht sagen. Grafenböck-Barzer. Ich habe an Barzer denken müssen und der hat einmal in so einem Aufklärungsfilm mitgespielt. Ja. Und da habe ich gedacht, wer weiß, wie du jetzt die ersten Rennen finanziert hast. Aber das war nicht so, gell? Ihr wart jetzt nicht Dolly Buster und in der Filmindustrie, oder? Das Hemd ist noch schwitziger, ne? Ja. Also, schalte mal weiter. Da, Berg-Europameisterschaft, Thomas Müller. Aha. Ja, der hat es schon gemacht. Ja, ich habe natürlich mit Thomas Müller angefangen, Seitenwagen zu fahren, weil das Geld nicht gereicht hat zum Solofahren. Aber so schnell wäre ich nie gewesen. Aber das war, wir waren 77 und 78 Berg-Europameister im Seitenwagen mit Thomas Müller zusammen. Ja. Und auch schon Sponsoren gehabt. Ja. Ja, ist ein Wahnsinnsfoto. Oder? Du bist ja, das haben ja die MotoGP-Typen, bringen das erst jetzt zusammen, dass Schulter und Ellbogen unten haben. Ihr habt sie das schon da eben 1909 oder vor 1979 gemacht. Ne? Also die müssen sich jetzt nichts drauf einbilden. Gell? Ja, ja. Komm, schalte mal weiter. Das sieht wirklich mal nicht im Haar. Hemberg, ja, wir haben dann auch zwischendurch Veranstaltungen gefahren, so Promotionsanlässe eines Bergrennens. Zusammen mit anderen Schweizer international, da sind Hintergrund oder Wohnhalter. Auch sieht er war Motocross-Weltmeister gewesen. Damals wurde man eingeladen, auch eine Spesenentschädigung hat er sich ausgegeben. So. Sieht man auch zum ersten Mal in der Saison, wo das Bild her ist. Wir müssen nach Rundenlöchern, damit ich das Bild. Vorher war sein Zucker. 83 wahrscheinlich. Das wird das Sisi zum ersten Mal mit dem Kevlar Kombis sind wir da in 80 Jahren. Ja. Hat also X den Schritt gemacht und auch zuerst diese Kevlar-Kombis machen lassen. Und sehr leicht, auch leicht dehnbar. Okay. Würde ich sagen, dieselbe Veranstaltung im Hintergrund. Der Louis Christen, ne? Ja. Das ist der Konstrukteur. Dieser NCR-Gespanne, Louis Christen von Rheinecker. Er hatte natürlich auch weit von seiner Ausbildung dieses Berg. Hemberg, ja? Hemberg, ja. Das, das ist ein gutes Foto. Das Bild, das steht in der Kartbahn im Racing. Und ja, und da habe ich sehr Freude an dem Bild, noch mit Luigi Taveri zusammen, der Rolf und ich. Alle, wenn man das Bild noch größer hätte, wäre Scheidecker noch. Das ist der Airbrush von Herbie Bayer. Hat eigentlich alle die Airbrush-Bilder gemacht da im Racing. Und jetzt macht er immer noch verrückte Sachen. Man denkt, das seien Fotos, aber das. Wir unten sind schon Fotos, aber hinten ist der Airbrush. Perfekt, ja. Das war dann für die Firma Schöller, auch das hätte, hatten wir als Sponsor dabei, einen Schleiftest, weil man musste das beweisen an der FDM, dass wir den Scheuertest bestehen. Und wir haben den live gemacht, auch damals für das Schweizer Fernsehen, in Karland. Karland, ja. In Karland, ja. Da hat sich der Kurt mal hinten rausgleiten lassen und hat ihn mitgeschleift. Er hat sich gedreht und alles. Und außer einer... Entschuldigung. Mach nochmal. Ja, ich hatte riesen Jetzt wird man die gleich hören. Jetzt ist das in Ruhe. Ja? Jetzt hört man die. Sorry. Ich hatte natürlich Respekt, weil ich gedacht habe, ja, dass die Kevlar
Fäden da, die habe ich nachher eingebrannt im Arsch. Und darum habe ich mich gedreht dann und dann hat es nur noch Ratsch-Ratsch gemacht. Aber es war eindrücklich da, ein paar hundert Meter Schleiftest. Welche Geschwindigkeit habt ihr ungefähr aufgenommen? Wie? Etwas über 100 ist er ausgestiegen und nachher bis zum hat man es ausrollen lassen. Aber es sind sicher 200 Meter gewesen. Ja, die Geschwindigkeit war auch, aber es war sicher eindrücklich, weil die Kevlar-Kombis, die wir dann am Schluss getragen haben, hatten, die sind natürlich einiges besser als Lederkombis. Natürlich jetzt die Rennfahrer heute, die Känguru-Leder haben, ist auch wieder sehr gut. Aber für uns war das Kevlar-Kombi natürlich sensationell, weil wir uns richtig bewegen konnten drin und nicht so hart. Und das Gewicht natürlich. Rolf hat immer aufs Gewicht geschaut. Und darum war es natürlich die Sicherheit nicht so wichtig, aber das Gewicht war wichtig. Ja, ihr merkt es mir auch immer, kleine Justierungen. Ich glaube, jetzt haben wir endlich wieder Ton. Es war durch den Stromausfall, haben wir zwei Probleme gehabt, nämlich, dass die Mikrofone sie ausgeschalten haben, aber jetzt haben wir sie wieder. Und das Bild haben wir auch noch mal kurz nachkorrigiert. Ich glaube, meiner hat sie auch kurz, wird sie auch kurz nachdrehen, aber das ist, da ist ein anderes kleines Problem, muss ich noch ein bisschen nachrichten. Aber am einfachsten geht es, wenn ich nachrutsche. Aber die Kamera dreht sich immer weiter, nämlich ist das Gewicht vom Kabel, dreht die Kamera ganz langsam. Warte mal, ich mache sie schnell fest, einen Moment. Blockieren, muss ich ein bisschen Loctite haben. Ja. Weißt, das Problem ist, es gibt drei Einstellschrauben und wenn eine locker ist, dreht sie es und ich habe nur zwei gefunden. Die sind besten. Ja, das ist, nur eine kurze Frage, bei mir ist das gerade ins Auge gestochen. Wenn du jetzt da, sozusagen, Formel 1 Weltmeister geworden wärst, hätte es dann zählt, weißt, so wie beim einzigen Menschen auf der Welt, der GB und Formel Weltmeister geworden ist, oder? Nein, das hatte der John Surtees schon bewiesen. Das hat damals John Surtees gemacht. Und ich glaube auch Mike Hellwood hat damals auch einen Grand Prix gewonnen, aber John Surtees war auf beiden Weltmeister, also Formel 1 und Motorrad. Ja. Damals, ja. Und das war Formel 2 Europameisterschaft, also quasi der Vorhof damals der Formel 1. Und ich habe natürlich immer auf einem Auge auch auf unseren Gespann. Deshalb wurden da früher auch Autoräder verwendet. Das kam daher, diese Aufhängungen, diese Querlenker, die kamen dann aus dem Automobilrennsport. Und ich habe immer auf die Autos etwas geschielt, auch mit den Spoilersachen und so weiter. Und habe damals dann auch versucht, Fuß zu fassen in der Formel 2. Das ist 6 Rennen habe ich finanzieren können, also mit Sponsoren und so weiter, die haben da mitgemacht. Aber am Schluss haben alle gesagt, du Rolf, wir möchten, dass du bei dem Seitenwagen bleibst, dafür gibt es Kohle fürs Auto. Nein. Und so ist dieser Traum halt dann wieder ad acta gelegt worden. Ja, was hat dir besser gefallen? War das der gleiche Kick mit dem Auto als wie mit dem Seitenwagen? Das ist halt ganz etwas anderes. Das fängt schon an beim Wohnen. Also die haben damals schon im Hotel gewohnt. Ich war mir das nicht gewohnt. Wir waren Fahrlager, wenn es hochkam, Wohnwagen, früher noch Zelt und so weiter. Dieses Ambiente im Auto, das hat es gar nicht richtig gegeben. Also zu meiner Zeit, ganz früher sicher schon. Ja. Aber das war so etwas, wo ich sage, ah, okay. Und dann hat es viele Mechaniker gehabt. Das Auto wurde dir quasi am Hintern gebunden. Also du bist angeschnallt da drin. Und musstest eigentlich nur noch kommentieren, was macht das Auto? Wie lenkt es ein, übersteuern, untersteuern und so weiter. Aber das, was ich im Gespannsport erleben konnte, konnte ich da gar nicht machen. Weil eigene Ideen einbringen, das ist nur im Seitenwagensport möglich gewesen. Und daher ganz sicher würde ich wieder Seitenwagen fahren. Auch wenn mehr Geld vielleicht mit dem Auto, wenn es läuft, zum Verdienen wäre, nicht? Das ist das Geld verdienen, das hast du erst später mal im Kopf. Ja. Aber während
du aktiv bist. Das muss einfach funktionieren, das Motorrad muss laufen. Klar müssen die Rechnungen bezahlt werden, wenn es geht. Ja. Und sonst verschiebt man das aufs nächste Jahr in unserem Fall und hat dann hoffentlich wieder mit Prämien etwas... Ich habe es immer gemerkt, so wie in Macau, wenn Auto und TÜV zusammengefahren sind, die Rennen, dass die Autojungs, die sind natürlich alle im besseren Hotel, am besseren Essen gesessen und so weiter. Die haben Betreuer mitgehabt ohne Ende, da hat anscheinend Geld keine Rolle gespielt. Und dann du als Motorradrennfahrer bist du irgendwie so untere Klasse gewesen. Nicht? Und ja. Das hat man gespürt, ganz sicher, ja. Kam mir auch so vor, ja. Aber ich möchte dieses Jahr nicht missen. Das war ein sehr schöner, ein sehr schöner Abschnitt in meiner Karriere auch mit dem Team von Markus Hotz aus Sulgen, Horak Racing Team war das damals. Und auch die Crew, die dabei war, das waren alles auch bodenständige Leute dabei. Ja. So, jetzt glaube ich, habe ich keinen Ton mehr, oder was? Zu laut. Ich bin zu laut, sagen sie. Ich habe vorher leiser gedreht gehabt, gell? Warte, ich drehe gerade wieder auf. Also, schalte mal weiter. Haben wir noch eins? X, das ist kürzlich gewesen, dieses Foto entstanden mit dem Peter Hostetler zusammen. Da könnte ich natürlich ein eigenes Buch schreiben über die Firma Hostetler, weil ich habe schon den Vater von Peter gekannt, auch den Rudi Hostetler, Monika Hostetler. Hallo Monika, ich weiß, dass sie heute auch dabei ist und zuschaut auf einem Gerät drüben in der Firma. Und wir haben damals auch wahnsinnig viele schöne Zeiten erlebt, eben damals, wo Fahrlager noch Fahrlager war. Super, vielen Dank. Ja, und da sieht man ja schon an dem Foto. Geh noch mal ganz kurz zurück, ein Foto. Das habe ich extra gewählt, weil da ist jetzt ein moderner Renndöf drauf. Und in Wirklichkeit ein schöner R1 im X-Design. Und das ist ja nicht so, dass du jetzt nach der Dreiradkarriere aufgehört hast, sondern du bist jetzt mit sowas unterwegs, oder? Voller Einsatz. Ich hätte sogar noch ein Bild dabei, was ich heute mache. Also da, hobbymäßig, ohne Stoppuhr, das möchte ich vorausschicken. Ich fahre sicher keine Rennen mehr. Mit meinem Jahrgang passt das auch nicht mehr. Aber doch, ich habe das Solofahren einigermaßen gelernt, dass ich vernünftig ums Eck rumkomme. Habe auch schon Unfall gehabt und so weiter mit dem Solomotorrad. Schwerer wie mit dem Seitenwagen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und ich rede jetzt schon mehr darum, dass man mal sieht, wie laut dass wir da sind an dem Mikrofon, weil es ist reingekommen, dass wir haben da laut gedreht, aber in Wirklichkeit ist ja der Strom ausgefallen gewesen und da habe ich gedacht, man muss lauter drehen. Das Bild zeigen, so komm. Fahre ich heute rum, aber das müsstest du machen. Ich glaube, das... Blende es einmal ein. Voilà. Jetzt machen wir. Schalte mal um auf die Vollkamera. Sieht man das? Also das mache ich, okay. Das mache ich heute mit 70 und das Foto ist entstanden eine Runde vor meinem Sturz. Hey, eine richtig schöne Modul R1, ist eine ganz nur falsche Verkleidung drauf, aber so. Nein, aber das ist, Hochachtung, das ist einfach der Hammer. Das ist einfach der Hammer, dass du jetzt noch so unterwegs bist und... Also ich möchte mit dir zusammen dann irgendwann, wenn es sich ergibt, an einem Event mit Hostetler mal zusammen fahren. Das machen wir. Ob ich dir was lernen kann oder du mir, das weiß ich nicht. Aber eins ist klar, ich glaube, ich brenne noch mehr drauf, wieder mal auf die Rennstrecken zu gehen. Ich bin ja seit meinem Unfall mehr im Krankenhaus gelegen und ein bisschen daheim gesessen. Und jetzt geht es mir wieder super gut und ich freue mich wahnsinnig, dass wir mit der ersten Yamaha Riding Akademie oder wo, da könnten wir dann zusammen rausfahren. Das wäre der Wahnsinn. Kurt, wie ist es bei dir mit Zweiradsport? Kein Interesse, steigst nicht ein? Ja, ich muss noch arbeiten, ich kann da nicht Hobby machen. Nein, ich fahre ja auf der Straße, aber auch nicht zu mir so viel, weil ich mache ja meine Firmen-Events und Quad-Events und da bin ich mit Quad sehr viel unterwegs und dann ist
ja, da hat man die Zeit auch nicht. Und auf der Straße fahren, Rolf macht das schon richtig, wenn schon auf die Rennstrecke gehen, das ist das Richtige. Ja, sicher ist sicher. Ja, das ist sicher, kommt kein Auto entgegen. Außer es heißt Mountainkurs, dann ist vielleicht nicht so sicher die Rennstrecke oder Macau, aber sonst ist ja gut. Sehr viel Spaß, mit dem Klatz unterwegs zu sein. Und ja, wir haben natürlich schönes Gebiet da bei uns, Entlebuch und überall schöne Touren. Und das ist momentan mein Leben. Und auf die Rennstrecke, ich habe Rolf vorletztes Jahr gesehen, nach seinem Sturz, da habe ich gedacht, das muss ich nicht mehr erleben. Da bin ich schwer, okay. Ja, und damit wir es ja nicht vergessen, blende mal kurz um. Wir haben unterschriebene X-Kappen. Es gibt ein kleines Gewinnspiel, das ihr gewinnen könnt. Schaut einfach auf Facebook, auf X-Motorcycle Fashion. Und da steht irgendwo der Text. Die Michelle hat mir gesagt, um was es geht, aber ich habe es in der Aufregung schon wieder vergessen. Also bitte lest das einfach nach. X-Motorcycle Fashion auf Facebook. Und ihr müsst nicht einmal bei Facebook dabei sein und könnt trotzdem draufgehen, ist eine offizielle Seite. Also, wer so Kappen will, mit den zwei Unterschriften vom Kurt und vom Rolf, dann bitte dort kurz nachlesen und das machen. Ja, ich würde sagen, ich weiß ja nicht, wie es mit den Fragen ausschaut. Ornella, wie schaut es bei dir aus? Machen wir schon mal eine Fragerunde, damit du in Schuss kommst? Jawohl, machen wir. Bei Frauen wird es so schnell kalt und darum müssen wir immer in Bewegung bleiben, dass wir ein bisschen Wärme haben. Gut, ja, vielen Dank für die ersten Kommentare von euch. Es kamen viele Kommentare rein bezüglich Ton. Rolf, Horst, du überschallst anscheinend mit deinem Mikro. Noch immer, ja. Wir sind euch aber dankbar. Ihr werdet gegrüßt aus Deutschland, aus Österreich. Alle haben Freude und schweben in den alten Zeiten. Liebe Grüße zurück von Monika Hostetler an dich. Genau, die Rosi ist ebenfalls dabei heute. Hier blende ich jetzt gerne mal einen Kommentar ein. Horst, diese Frage geht an dich. Bist du schon mal Sidecar gefahren oder mitgefahren? Nein, bin ich noch nicht. Oder musst du nochmal einblenden, hat es gerade verschwunden. Jetzt. Jawohl. Nein, wir sind mal zur Diskussion gestanden, aber wahrscheinlich waren wir hinter dem Sticker, aber bin nicht reingekommen. Also nein, ich muss nur auf die Seite. Wir haben einmal drüber geredet, aber es ist nie zustande gekommen. Und ich sage dir nur eins, ich habe allerhöchsten Respekt, weil ich habe... Auf der Isle of Man schaue ich natürlich immer die Seitenwagen an. Auch wenn das jetzt, es hört sich blöd an, jetzt vielleicht klingt das für manche unspektakulär. Für mich ist Seitenwagen das Spektakulärste, was es gibt und das Wildeste. Die sind am Boden unten. Wir machen alles, damit wir 2 Zentimeter höher sind, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und die Seitenwagentypen, die sind am Boden unten. Am Boden unten. Und die sehen ja gar nichts. Und das ist schon, ich habe da auch zwei... An Dean Harrison und wer war noch mit? Noch einer von den Isle of Man Sieger, die wollten ein Seitenwagen-Team machen. Und der Dean Harrison, sein Vater, fährt ja seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren Seitenwagen und auch recht gut und erfolgreich auf der Isle of Man. Aber das ist nicht ohne, das geht nicht so einfach, da braucht es viel Übung und gutes Können, damit man wirklich schnell fährt. Müsste man organisieren mal. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Respekt davor, aber ich bin nie mitgefahren. Ne? Die Rosi, die Fotos sind super. Zu der Zeit solche tollen Fotos zu machen. Respekt. Danke, Rosi. Und du musst denken, zu der Zeit war ich noch ganz klein und habe solche Fotos gemacht. Nein, sind ja nicht von mir. Also, noch einmal danke. Danke an den Elio, dass er uns die Fotos zur Verfügung stellt. Und ich mische mich jetzt nicht mehr ein, weil wir haben ja jetzt da die Ornella. Gut, die nächste Frage. Die ist von Urs. Gibt es eine Möglichkeit zu einer Taxifahrt mit dem Seitenwagen? Was sagt ihr da dazu? Ja, wir haben das nach unserer Karriere haben wir das sehr viel gemacht. In Linier mit Stramaschi zusammen. Er hat das organisiert und die Motorradfahrer viele Leute sind gekommen. Und das war sicher sehr lustig und gut, und da hat es auch wieder Typen gegeben, die natürlich gesagt haben, ja, gebt ein bisschen Gas, und ja, der eine oder andere ist dann nicht mehr
ins Ziel gekommen. Aber da waren immer schöne Zeiten, wo wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, es gibt schon noch Seitenwagen-Teams, die das organisieren, die das machen, aber kann Rolf sicher mehr dazu sagen. Möglich ist vieles. Das müsste man zusammen mit einem Track Day machen, weil Piste mieten, das ist das, was unwahrscheinlich teuer ist heutzutage. Und das müsste man schauen, ob man das irgendwo anhängen kann. Wie sieht das lärmtechnisch aus? Jetzt, wir haben ja viele Probleme, ja, mit den Rennstrecken, dass man schon fast mit Serienauspuff nicht mehr fahren darf. Und genau so, ja. Ist auch bei uns in Minierum das Thema, diese 95 Dezibel. Aber vernünftiger Auspuff drauf und dann ist das machbar. Ja. Wir haben natürlich einen Seitenwagen gemacht mit einem normalen Yamaha-Motor drin, Viertakt, Anlasser, und den haben wir immer wieder eingesetzt für so Taxifahrten. Ja. Und wir hatten auch viele Prominenz im Seitenwagen. Formel 1-Fahrer Johnny Herbert war bei mir mal drin in Roggwil in der Kartbahn. Und ja, für alle war das dann sehr eindrücklich, weil die Beschleunigung und die Halten und vor allem in so einer engen Bahn wie da, die Kartbahn Roggwil, das reißt natürlich auf alle Seiten. Und die waren dann froh nach zwei Runden, dass man wieder aufgehört hat. Ja, das kann sein. So, Anella, weiter geht's. Haben wir noch was? Ja, momentan sind nicht so viele Fragen noch übrig. Ihr werdet betitelt als Legenden. Genau. Hier habe ich noch eine für dich, Horst. Für mich? Ja. Wenn sie dann kommt. Power of Lava. Power of Lava. Mit der Riedpfütze im Bild. Die Riedpfütze. Was sagst du dazu? Ihr wart ja gesponsert dazu mal. Feldschlösschen trinken wir jetzt, weil Feldschlösschen ist ja der Seitenwagen, der steht da, Schlossgold, das ist ja jetzt Feldschlösschen, oder war es seinerzeit schon? Das ist das alkoholfreie Produkt von Feldschlösschen. Oh, da habe ich jetzt das Falsche aufgemacht. Gewesen. Früher durften die nicht Bierwerbung machen, oder die haben das Schlossgold, hat früher Schlossgold geheißen. Erst später haben die gemerkt, dass ja besser ist, Feldschlösschen alkoholfrei. Das machen alle, auch bei uns da Eichhof. Alkoholfrei heißt jetzt einfach immer. Ducatista. Ja, super. Jetzt hab's noch ein paar Sachen mitgebracht. Inzwischen kannst du uns was zu dem Pneu erzählen, und dann haben wir noch ein Felgen mit einem anderen Reifen, und da kann uns der Kurt nachher was dazu erzählen. Ihr könnt euch ja abwechseln, inzwischen behebe ich das andere Problem da kurz. Also, ich kann das schnell in die Kamera zeigen. Alter Hinterreifen vom Gespann. Jahrgang, wenn ist das gewesen? Mugello, der Abflug, weißt du das noch? Oder 81. Auch 81. 81 oder? 82 kann ich. Oder 82, glaube ich. Mit dem Schwärzel, ja. Müsste 82 gewesen sein. Nein, der Reifen. Jetzt mache ich einen Fehler. Das sorry. Ist in Jerez. Das ist in Jerez gewesen, ja. Wir hatten damals auch Qualifiers. Also man sieht das, wenn man da genau drauf schaut, da Blister, die Blasen da. Oben drüber eine Runde und dann hat das Ding Blasen gezogen. Aber ich wollte schon früher mal, damals ist es schief gegangen in Mugello, die Solo 500er Zeiten angreifen im Training, also Qualifying gegen die Solo-Klassen. Und damals in Mugello ist es schief gegangen, wir sind abgeflogen, Schlüsselbein kaputt. Und 14 Tage später war der nächste Grand Prix, also in Mugello 0 Punkte, im nächsten Grand Prix reparierte Schlüsselbein, die Wunde war noch offen, musste damals im Regen fahren, Gott sei Dank, weil das ist dann weniger Fliehkräfte und so weiter. Wir haben das Rennen damals gewonnen, der Schwärzel musste allerdings dann nur Achter werden, um den WM-Titel zu machen, das ist so eine Idee. Wie ein WM-Titel in die Hose ging. Später dann, 1988, sind wir dann
in Jerez ist uns das Kunststück gelungen, im Qualifying schneller als die 500er Solo zu fahren. Und das hat uns sehr gefreut, auch die Standing Ovation der ganzen Boxencrews der 500er. Die sind an der Boxenmauer gestanden, wo die Seitenwagen am Qualifying gefahren sind. Und Jerez hatte damals so einen großen Turm, wo alle Rundenzeiten drauf sind. Also du konntest immer nach jeder Runde selber schauen, ob es gereicht oder nicht. Und damals ist doch die Rundenzeit, ich weiß sie nicht mehr, aber war schneller als Eddie Lawson damals. Ja. Das ist dieser Reifen gewesen, 1988, Yokohama sind wir damals gefahren. Der war jetzt ein bisschen länger schon im Keller. Der war sicher schon lang, das ist steinhart heute, aber das ist ein Qualifier gewesen, neben die Blasen, die er gezogen hat, nach einer so Runde gut. Schon, aber die Runde war's. Und jetzt haben wir den nächsten Reifen, aber das mal sogar mit Felge. Ja. Also, was gibt es da zum Erzählen? Das war natürlich, glaube ich, auch 81, wo aerodynamisch, Rolf wollte natürlich immer das Gewicht runterholen. Ja. Und aerodynamisch viel kleiner, 80. Tiefer im 80er. Ja. 1980. Und das sind von Tyrrell, Formel 1. Ja, 6-Rad, Tyrrell. Tyrrell war 6-Rad. Formel 1 vorne 2 oder 4-Rad vorne und dann hatten wir die Reifen und Felgen dann selber gemacht. Ja. Und natürlich leicht und das war das schnellste Gespann natürlich dann geradeaus, weil es aerodynamisch sehr tief war und das Gewicht, das war ein ganz schönes Motorrad, das 80er LCR. Und da hatten wir natürlich auch wegen dem Leichtbau Magnesiumradstern. Das Magnesium, ja. Die Sterne da mal ausgebrochen. Das war, glaube ich, in Zolder. Oder? Finnland. Imatra. Imatra war ja, das. Viele Trottoirränder. Ja. Die Schläge hat das dann nicht mehr ausgehalten. Und das ist dann das Risiko, wenn man immer auf Leichtbau macht. Aber das ist natürlich auch ganz speziell. Mit dem kleinen Reifen. Boxenstopp da. Haben wir doch gemacht. Ja, ja. Genau, ja, ja. Damals schon Boxenstopp gemacht, Rad gewechselt, zack und wieder ins Rennen. Resultat weiß ich nicht, müsste ich da in dem schönen Buch nachschauen. Übrigens, also all die Sachen, die wir da haben, auch das Getrieberad, komme ich noch später dazu, das gehört alles jetzt heute dem Heini Franz. Der hat da ein Museum angelegt über alle unseren, seit etwa 7 Gespanne von meiner Seite. Und der Heini Franz hat auch die BO, die er mit dem Rösinger fährt. Mit dem Schwägler Peter fährt das andere Gespann. Und alle Utensilien, alte Kombis und so, die da sind, die sind also zur Verfügung gestellt vom Heini Franz. Und das freut mich natürlich, dass wir das auch wieder mal verwenden dürfen. Ja, die Rede kommt, die schauen wir uns später noch an, oder? Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die wahnsinnige Aufnahme an von Peter Schenk. Okay. Oder? Machen wir weiter. Und hier kannst du wieder ein bisschen was dazu erzählen. Jawohl. Der Himbu, der Sohn von Peter Schenk, hat da einen kleinen Film zusammengeschnitten. Und mit Bildern. Die Fotos ja. Alle zusammengefasst. Ich würde sagen, wir lassen den Film so kurz ablaufen zwischendrin oder einfach weiterlaufen und ihr könnt einfach ein bisschen was dazu erzählen. Siebenfacher Seitenwagen-Weltmeister, Legende auf 2 Rädern. Ja, und begonnen hat alles als Passagier. Das war ich, ja, mit dem Hansi Fritz damals, ja, in Bühnen an der Aare gewohnt. Und dann selber zum Lenker griffen da. Ja, Schweizer Meisterschaft mit dem Stauser damals im Beilagen, eine Suzuki. Luftgekühlter Motor damals, aber doch schon 10 Zoll Räder. Damals vom Mini Cooper hat man das hergenommen, ja. Und das Foto, das erinnert mich an
Neuseeland, wo ich da immer bei den Tri-Series-Rennen mitgefahren bin, weil die haben klassische Seitenwagenrennen dort im Programm. Und das ist natürlich der Hammer zum Anschauen. So aus, aber wenn Sie schauen, der Steuerkopf und so, das war da eine Kopie vom Rudi Kurz, seinen Gespannen. Das Fahrzeug konntest du umdrehen und wegschieben. Der Lenkkopf, Steuerkopf ist tiefer wie das Rad. Auf dem Foto ersichtlich. Also Polyester weg, umdrehen, Fahrzeug kannst du wegschieben. Kannst du vergessen heute mit den modernen hohen Motoren. Geht alles nicht. Das war früher schon, ja. Und der Peter Schenk, der war so ein bisschen Manager und Freund für euch. Ich habe gehört, das war ja was. Über die ganze Karriere, also hat Peter uns begleitet und immer und überall. Der war nicht nur Manager. Ja. Der hat fotografiert und den Blick dafür gesorgt, dass wir auch überall immer wieder... In der No-Photographers-Area hat es sowas damals schon gegeben. Ja. Und da, das Red Devil Team ist wieder... Das hat er eben, den Namen hat er gebracht. Das ist das berühmte Foto da. Das war die erste Pressekonferenz, wo wir abgehalten haben in einem Schloss in La Neuville am Bielersee damals. Mit dem Freddy Freiburghaus, da war der Kurt noch nicht dabei. Das eben das Red Devil Team. Und was habt ihr da gemacht? Zum ersten Mal Schweizer Fernsehen waren wir da mit dem Freddy Freiburghaus damals und haben wir extra dafür Dasi Buro und Möbelmärkte Sponsoren geholt. Der Regisseur hinten, der in Weißen war, das war der berühmte Mecca Lehmann. Damals, zum ersten Mal über die Beziehung von Peter Schenk sind wir da zum Fernsehen gekommen. Das haben wir da in Biel gemacht, da wo der Schießstand war früher. Da sind wir rauf und runter gefahren mit den zwei Fahrzeugen. Ja. Cat Crescent, der Vorder, ja. Da, schöner Hostet-Laufkleber drauf. Ja, genau, ja, das schon. Also das gibt auch eine spezielle Story, wie wir auch dazu gekommen sind. Wir haben 1975 den ersten Grand Prix gewonnen in Hockenheim. Ja. Rudi Hostetler war damals auch schon bei den Rennen dabei. Und ich hatte vorne so einen großen Aufkleber drauf. Wampfuhr hat es geheißen, ein Motorradhändler. Von dem habe ich den Yamaha-Motor bekommen, da einzubauen. Nachher kamen Fotos in der Zeitung nach dem ersten Grand Prix-Sieg, war damals halt etwas. Und da kam das Telefon zu mir, wieso ist da Wampfuhr drauf? So, ja, der hätte den Motor mir gegeben. Ja, aber der ist nie bezahlt worden bei Hostetler. Das ist Sponsor, mit Hostetler entstanden. Also, ja, sie haben dann die Rechnung übernommen und irgendwie haben wir das dann wieder verdient. Ja. Seitdem sind wir bei Hostetler halt. Ja, ab 75 dabei. Der Wahnsinn. Es war schon eine legendäre Form für einen Seitenwagen, oder? Das Eckige. Ersten Mal mit Querlenkeraufhängung, nicht mehr diese Vorderradgabel. Das haben wir damals schon gebracht. Das war das Seima. Gespannt. Und das ist übrigens ein Foto, wieder ein anderer Beifahrer, das war Brünn mit dem Christian Graf, der war früher beim Draxel drin. Ja. Das ist das Seima, der Seima ist ein Fluss, ein kleiner Bach in Genf, deshalb heißt das Chassis oder Konstrukteur Eric Vanja kam von da. Und das ist auch Lois Jeans, hat man damals auch, eine spanische Firma, da hatten wir auch ein Sponsoring bekommen, ja. Mit Gregor Graf im Boot, ja. Das muss Salzburg gewesen sein. Ja, gemacht, Salzburg kennst du noch, ja. Schöne Leitplanken, aber da scheinbar stimmt auch wieder was nicht. Und man sieht, also zu der Zeit noch keine Schalldämpfer beim Zweitakter hinten. Er kann nicht so laut gewesen sein, oder? Tierisch laut. Und das ist da eben das berühmte Bild aus Hockenheim. Und Sie sehen vorne beim Kühlereinlass Team Wandflu. Noch kein Hostetler-Kleber drauf.
Und das ist der erste Grand Prix-Sieg mit dem Freddy Freiburghaus, 1975. Und das ist jetzt der Tipp an die jungen Fahrer, das einfach um eine Rechnung nicht zahlen und dann schauen, ob das einen neuen Sponsor haben, oder? Das ist eine Aufnahme aus Linier, wo da wir ist es schon ausgebessert, da haben wir schon das Hostel-Fährmacher drauf. Genau, ja, das war dann etwas später, ja. Jo. Das war dann auch im selben Jahr, das war wieder ein anderer Beifahrer damals in Assen mit dem Wolfgang Grube, ein Deutscher. Und das ist dann ein Jahr später, das war 76, und das ist der Ken Williams. Ja. Der war dann bei mir im Seitenwagen. 76. Und das war anlässlich einer Autobahneröffnung irgendwo in Frauenfeld, wo ein Teilstück eröffnet wurde. Und vorher hatte man so ein Event gemacht. Vorne der Hermann Schmid, das weiß ich noch, mit einem König-Seitenwagen. Und hinten sind wir mit dem Williams, oder ist der Freiburghaus wieder drin gesessen, weil es war Ende Saison. Ja. Das sieht aus, wie wenn du gerade auf der Toilette wärst. Ja, aber das hat man natürlich auch immer wieder Spaßfotos gemacht und so weiter. Das. Da war der Schenk-Peter dann auch Spezialist. Und das müsste sein Isle of Man mit dem Kurt zusammen. Ha? Mhm. War das 71, ja. Hä? 79 oder 80? 79, ja, war das mit dem Kurt. Isle of Man, und Sie sehen, wenn Sie das Bild natürlich genau schauen würden, ein Bremsgriff da beim Bügel, beim Beifahrer drin. Damals war das Reglement so, zwei geteilte Bremskreise, unabhängig voneinander. Ja. Das Zweikreissystem haben die damals noch nicht begriffen. Das war zwar drin, aber es musste irgendwo ein Griff sein. Da habe ich gedacht, so, warte jetzt, den zeige ich es jetzt. Weil wo der Griff sein muss, steht nicht im Reglement. Hat es einfach den reglementstechnisch angebracht, und das war beim Kurt drüben. Stell dir vor, wenn der da reingegriffen hätte. Ja, aber er hat sich auch gerade sicherer gefühlt, oder? Ja. Also solche Sachen. Konnte man dann auch immer noch machen. Übrigens, auch dieses Fahrzeug steht heute bei der Firma Hostetler in der Ausstellung. Und ich freue mich natürlich sehr, zu meinem runden Geburtstag wurde eine schöne Ausstellung auch hier gemacht. Freut mich auch. Und dieses Fahrzeug steht da, nicht mehr ganz so mit der Verkleidung, sondern dazu, das Seitenwagenrad, das war auch am letzten Drücker fertig geworden für die Isle of Man. Das war dann eben mit dem Kurt zusammen, nachher, später nicht mehr, bin ich nicht mehr die TT gefahren, weil man müsste eigentlich extra ein Gespann bauen für da drüben. Und da ist dann auch die finanzielle Frage, rentiert sich das? Ja, ist natürlich für ein Rennen, aber es ist halt auch das größte Rennen überhaupt für die Engländer, und so ist das Null plus Ultra, oder die machen alle Trainings, alle Sachen, die sie das ganze Jahr machen, nur für das eine Rennen. Da ist wieder was anderes, als wenn du nebenbei die Weltmeisterschaft fährst. Ne? Das war auch heute noch speziell. Ich war jetzt vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal drüben. Die empfangen dich, wenn sie wissen, dass du da wie nie weg gewesen. Unglaublich, du wirst, wenn du da mal ein Resultat gezeigt hast oder richtig Gas gegeben, ich hatte also einen zweiten Platz gemacht, immerhin 77 vorher, nachher 78 noch Rundenrekord mit der berühmten Beo. Ja. Der hat ein paar Jahre gehalten, der Rundenrekord, das war damals, du kennst das, 105 Meilen, die Schallmauer war bei den Gespannen, 100 Meilen, wer erreicht das mal? Oder? Und wir waren damals die ersten Junioren, also die ersten Anfänger auf der Tete, die das erreicht hatten. Ja. 1977 mit der George O'Dell auch noch. Ja. Das war die TT. Und den berühmten Mann, den kennen die Älteren vielleicht noch, also das ist der Mike the Bike, das war Mike Hellwood damals. Der ist damals mit einer Suzuki gefahren, im Jahr, was hast du gesagt, Kühre? 79, ja. Und das war dann im Fahrerlager, und auch klar, hat sich auch für die Gespanne interessiert, wie andere Solofahrer auch.
Ja, der Mike Hailwood, der hat ja mal eine kurze Pause gemacht, 10 Jahre lang oder so, ist zurückgekommen, hat es wieder gewonnen. Seine Frau war auf der Isle of Man, ich glaube vor 2 Jahren so, und hat dann erzählt von dem Jahr auch. Und sie hat nicht mit dürfen, weil er hat gesagt, er muss sich aufs Rennen konzentrieren. Ja, das war an der Maschinenabnahme, ja. Weiß ich nicht, wenn ich das ganze Bild nicht sehe. Laguna Seca, ja. Leider sieht aus wie ausgefallen, sind wir da, leider. Hatten kein Glück damals, aber doch, wir haben es so weit gebracht mit den Gespannen, doch auch in Amerika. Aber es ist schon legendäre Rennstrecke, oder? Ist der Hammer, oder? Ja, nur darüber. Das war also wie der Hundschopf, hat Klaus Zaug immer gesagt, Hundschopf in Amerika vom Lauberhornrennen. Sensationell, ja. Wir waren da 2 oder 3 Mal in Amerika, ja, für die Grand Prix. Ja. Einmal hatten wir auch einen Abflug, wo ein Passagier rausgefallen ist. Stimmt, ja. Und wir nicht mehr richtig ausweichen konnten. Und dann, ja, das war noch interessant. Das war Zeit, was Fahrlager oder was die Konkurrenten, alle haben uns geholfen, den Seitenwagen wieder zusammenzuflicken. Das war ein Training irgendwie am Donnerstag. Rolf hat das Schlüsselbein gebrochen. Genau, und der Seitenwagen hat ausgesehen wie war nichts mehr ganz und alle Steinhausen, alle, die haben geholfen und dass das Fahrzeug wieder auf den Beinen stand, auf den Rädern. Und Rolf wurde auch geflickt wieder von Dr. Scholl, jawohl, ja. Und wir sind am Sonntag wieder gefahren und 4. Platz haben wir, glaube ich, rausgeholt. Mit gebrochenem Schlüsselbein. Genau. Also wurde schmerzfrei gespritzt. Das hat genau gehalten bis 2 Runden vor Schluss. Und da musste ich dann richtig auf die Zähne beißen, weil du hast gespürt, das ist mechanisch, hat das gerieben, oder? Ja. Also ja, ist gegangen, habe schöne Auflage für den Bauch gemacht, damit ich im Lenker nicht Festdruck spüre und so ist immerhin 4. Platz noch gemacht. Und das Schweizer Fernsehen, also der Rolf von Niederhäuser, das ist eben, wie Sie sehen, das ist eine Legende. Die Monika kennt ihn auch sehr gut, die sind auch immer zusammen zu den Rennen gefahren. Rechts der Schweizer Fernsehreporter Viktor Rohner, aber der Rolf von Niederhäusen war eigentlich immer mit dem Heinz Bütz zusammen. Das war das legendäre Duo, das dafür gesorgt hat, dass doch die Gespannrennen früher im Schweizer Fernsehen sicher. Es wurde viel übertragen und wir haben alle davon profitiert. Das ist natürlich schade, dass wir jetzt, dass das alles ein bisschen so am Abklingen ist mit dem Gespannsport. Ich glaube, nur in England und auch in Neuseeland noch, wo die Flagge aufrecht halten. Aber es ist wirklich schade irgendwie. Ich weiß nicht, es ist eine Entwicklung. Ja, es gibt noch eine Weltmeisterschaft. Musst du da schon informieren, aber die Zeiten kommen nie wieder, wie wir es hatten, weil wir waren früher mit den Grand Prix zusammen. Und da war das irgendwie dann einfacher, da noch zu übertragen, weil alles stand schon, die Kameras und so weiter. Ja. Aber heute ist so, die Gespanne fahren halt in einem Rahmenprogramm, 2-3 Mal glaube ich bei der Langstrecke, was sehr gut ist, wenn sie am Samstag starten, Full House mit Zuschauern, die fahren vor vollen Tribünen heute, aber im Fernsehen siehst du nichts. Das musst du dann heute YouTube schauen, so kann ich das auch wieder zu Hause verfolgen. Und gibt es eine deutsche Meisterschaft noch? Die IDM läuft jetzt, auch wieder, ja. Läuft auch wieder eigentlich, ja. Da auch ein Wahnsinnsfoto. Ha? Ja, das ist Donington. Die berühmte Zielkurve, die letzte Kurve vor Start und Ziel, Donington Park. Ja. Sehr schönes Bild, ja. Ja, da, Rückenprotektor war schon. Ja, auch zu unserer Zeit hat das angefangen, mit Rückenprotektoren zu arbeiten. Übrigens,
parallel dazu habe ich dann auch, ich kenne viele Skifahrer noch, auch der Dani Marr hat sich interessiert für solche Sachen und der Dani Marr hat dann zum ersten Mal in einer Abfahrt die Rückenprotektoren einen von mir bekommen, ja, zum Probieren, ob das überhaupt geht. Und erst später dann sind die Rückenprotektoren auch beim Skiabfahrtsrennen dazugekommen. Also habe ich quasi angeschoben. Das ist eine Sache, die hätte schon viel früher kommen sollen. Oder? Das hätte viel von vielen Motorradfahrern oder Skifahrern auf dem Rollstuhl bewahrt. Nicht? Das ist schade, ja. Also, lass laufen den Film. Ich denke mir, stopp. Ja, das kann der Kurt erzählen. Ich glaube, dass ihr da habt einen Vertrag mit so einer Bräunungscreme-Firma gehabt. Kann das sein? Wir sind auch in Brasilien gefahren. Aha. Ja, und das war dann die... Mit dem Seitenwagen auch? Ja. Das war dann quasi die Boxenscrew. Gut. Also wir dürfen. Gut, erzähl einmal. Weißt du noch, wie die geheißen haben? Ja, sicher. Ja, Rolf hatte sie da. Ja. Pit Girls oder Schirm Girls, wie das heißt, Umbrella Girls. Und die sind halt etwas freizügiger damals auch schon gewesen in Brasilien. Ja, es ist schön warm. Was sollen Sie anziehen? Ein Skianzug? Nein, auf keinen Fall. Nicht? Ja, genau. Genau, ja. Und ich habe so sehr modische T-Shirts, sehe ich gerade da. Rolf Bieland, Kurt Waldisberg. Die wurden alle Jahre, hat auch eine Designfirma aus Biel, BRM Design, die übrigens auch alle Verkleidungen mitgeshaped hat, die Firma da, also der Chef vor allem, auch alle unsere Kleber haben die gemacht über die ganze Karriere, also mit BRM und auch jedes Jahr gab es ein neues T-Shirt damals. Ja. Früher konntest du im Winter vom T-Shirt-Verkauf leben. Stell dir mal das vor. Brutal. Wir haben Ausstellungen gehabt, natürlich alle 14 Tage irgendwo Motorradausstellung. Wo sind wir da? In Sursee in der Nähe. Wie heißt das? Roswil war auch eine große Ausstellung. Und da waren dann auch Giacomo Agostini da, Johnny Cecotto und so weiter. Ja. Und da haben wir dann auch, wir haben übrigens einen Kinofilm auch gemacht, damals 36 mm. Den haben wir dann vorgeführt. 5 Franken verlangt, Eintritt. Hey, die Kasse war voll am Abend. Das fortlaufend immer den Film wieder gezeigt, dazu T-Shirts verkauft und so konnte man sich im Winter über Wasser halten. Dann kamen die Zigarettenmarken in den Sport rein und dann war es vorbei damit, weil die haben dann ihre Marlboro-T-Shirts gratis verschenkt. Ja. Dann war dann unser Geschäft auch wieder. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Film, den ihr gemacht habt und gezeigt habt. Ich denke, wenn das Corona-Zeug ein bisschen runtergeht und wir müssen da unbedingt was machen am Abend, so ein TÜV-Kino, ein Motorrad-Kino, wo die Leute kommen können. Wir stellen eine große Leinwand auf da hier am Parkplatz am Abend, tun Würst grillen. Ein Schlossgold Nachfolgebier trinken und alkoholfrei und schauen uns einmal den Film an. Das wäre doch der Wahnsinn, oder? Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass das Corona schnell vorbeigeht. Komm, lass mal laufen. Ich sehe immer 2 Brasilianerinnen, wenn du drüber schaust. Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay, das ist meine Frau, das ist die Jill. Da waren wir beide halt noch auch jünger. Und ihr verdanke ich auch, dass ich heute, leben kann, wie ich das eben mache, dass ich doch auch Motorrad fahren kann und so weiter, meine Hobbys doch noch machen kann. Sie versteht das, hat Verständnis dafür. Auch ihr darf ich vielen Dank sagen, dass sie dabei bleibt. Ja. Ui. Die Blick-Legende, also Blick war früher bei den Gespannrennen auch immer stark vertreten. Das war der Mario Casanova, auch legendär. Da habe ich auch eine Story, der war mal mit uns irgendwo vor dem
Training noch in Bandol unten, also im Grand Prix Frankreich, in Paul Ricard, Nachtessen und so weiter. Und haben Sie auch etwas, ja. Ja, ist das ein Künstlername oder sehe ich den Namen Casanova? Ja, der hat so geheißen. Den, da habe ich auch Kontakt zu ihm noch. Und auch, da war da früher da die super Opel Manta, hatte der einen, ja. So die Sportwagen von Opel. Der hat das fertiggebracht da unten in Bandol. Nach dem Nachtessen, es war nicht ein richtiger Kreisel, aber der ist nicht drumherum gefahren, puff, den Mann, der Dings da oben drauf gesetzt sei. Egal, alle vier Räder in der Luft, eine riesen Sache, bis der wieder runter war, oder? Abschleppte, das war Casanova Life. Und das ganze Berühmte, das war eben der John Surtees, war auch immer bei uns im Fahrerlager. Das war in Silverstone, wo er das Rennen besucht hat, kam natürlich auch immer bei den Seitenwagen vorbei, weil das war ja auch interessant für ihn. Er hat nicht nur Motorrad, sondern auch Autosachen und da aufhängungstechnisch und so hat ihn immer interessiert, hat ja auch Rennwagen gebaut. Für die Formel 1. Ja. Aber der da in der Mitte steht, das ist der Francis Glatz. Es hat früher einer Federbeine, Luftölfederbeine gebaut, ATZ, zu der Zeit damals. Der Philippe Coulon ist die gefahren, der Adi Boss hat im Motocross-Schweizer Meisterschaft da mitgefahren und ich eben im Gespann auch. Also das war ein Tüftler, der Glatz. Ja. Der kommt heute noch bei mir vorbei zu Hause, ein Glas trinken und so weiter, kommt mit dem Kajak über den Bieler See, habt ihr etwas ganz Schlaues drin, ihr seht ja jeweils die Elektrowellenfahrer da, die kommen, weißt, im größten Gang, aber mit 50, oder so in Zeitlupe, und er hat ein kleines Solarpanel auf seinem Kajak oben, eine Bohrmaschine, unten eine kleine Schraube eingebaut, angetrieben mit der Bohrmaschine, der fährt jetzt im großen Gang mit dem Kajak, überholt die Fischerboote. Nein. Die schauen auch blöd, ja. Der Francis Glatz. Ja. Oh je, ja gut, das ist also nicht so ein vorteilhaftes Bild, aber ja. Auch da bin ich wieder mal in einen Autotest abgedriftet, damals war DTM heißt das, Deutsche Touringwagenmeisterschaft. Das ist das Auto vom Prinz Leopold von Bayern, durfte ich testen. Und damals war der Wayne Gardner dran, auch, und der ist nachher in der DTM gefahren, der Wayne Gardner, glaube ich, das Jägermeister BMW-Auto. Ja, zur selben Zeit, ja. Ja. Das war also nur ein Test, auch ein Formel-1-Test habe ich mal gefahren damals. Das war aber ein Museumsauto von Nigel Mansell, ein Lotus aus dem Monteverdi Museum. Sehen den Aufkleber noch. Und auch immer, das darf ich auch sagen, natürlich Motocross. Damals habe ich schon Motocross gemacht, das macht heute jeder, ja, wie man weiß, aber damals war das doch auch ein Novum, ich als Straßen Fuzzi quasi, habe doch Motocross trainiert im Winter, damals schon mit Hostetler Yamaha, und dann bin ich im Winter nach Italien mit dem Fritz Graf, mit dem Chris Hüsser zusammen, beide auch Yamaha Werksfahrer von Hostetler, und ich habe immer ein Trainingsmotorrad gekriegt von Hostetler, auch um im Winter eben Vorderarme und so weiter zu machen. Jo. Ja, die Fans hat es schon immer gehabt, Schweizer Fans. Das ist immer schön, ja. Schweizer. So wie wir jetzt den Speedy Gonzales Fanclub haben, oder, der überall hinfahrt. Das haben wir auch gegeben, und das war der Heinz Pütz eben, der doch dafür gesorgt hat, dass wir viele, viele Live-Übertragungen gehabt haben auf dem Schweizer Fernsehen. Jo. Ich muss noch ein bisschen anspornen da in Marco, okay, weil sonst sind wir da in zwei Jahren. Wow. Dann auch etwas Lustiges, halt diese Masken damals. Isle of Man war das, wo wir dann jeweils am Abend mit dem Auto mit diesen Masken rumgefahren sind. Alle Leute erschreckt auf dem Trottoir. Das war ein Bild mit Stefan Dörflinger zusammen, vierfacher Weltmeister, ja. 50 Kubik. Und das haben wir damals in Le Castellet gemacht. Du weißt, da ist ein Flugplatz daneben.
da konnten wir da mal mitfliegen mit diesen Maschinen da. Und da seid ihr dann geflogen und das ist die Landung, oder wie? Ja, das war ein Abflug und der Beifahrer, also der verlässt das Boot nicht, hä? Beim Überschlag, der ist voll dabei drin noch. Der hat noch keine Zeit gehabt, ne? Hintere Bremskreis ausgefallen, Carbonbremsen vom einen Eck zum anderen überhitzt, hinten Pedal durch, keine Chance mehr, oder? Ja. Also der Kurt auch, glaube ich, keine Blessuren, nichts, also... Etwas schütteln und wieder. Kurt, wie oft bist du rausgefallen aus so einem Seitenwagen? Kannst du das noch zählen? Oder? Freiwillig bin ich nie gegangen. Nur bei solchen technischen Ausfällen oder bei, ja, wo mal der, beim Training eben in Mugello. Mugello natürlich, ja. Wo er den Rundenrekord holen wollte. Wenn es technische Defekte oder so, aber wie jetzt da, das ist ganz klar, da ist man machtlos, wenn der hintere Bremskreislauf ausfällt, die hintere Bremse. Ja. Und das ist die Kurve vor der Zielgeraden und das sind wir auch über die Bordsteine und abgeflogen wie ein Flieger. Ja. Chassis, alles defekt, Totalschaden, aber wir beide, keiner. Wir hätten weiterfahren können. Ja, aber das ist ja das Wichtigste, oder? Ja, ja. Ja, absolut klar. Ah ja, da geht es ja noch weiter. Ja, man sieht schon, es hat sich ziemlich aufgelöst, das Ganze. Das war dann wieder später, wo zum ersten Mal Schlossgold draufsteht, ja. Ja. Das war das eben das Gespann, wo der Kurt vorhin das Rad gezeigt hat. Das kleine Tirelli-Rad. Ja. Vorne ein Seitenwagenrad war da auf dem Gespann drauf, ja. Und da sieht man auch, die Firma Krauser war ein großer Sponsor, jahrelang bei uns auch drauf, ja. Im Hintergrund, ja. Muss eine Siegerehrung gewesen sein. Voilà, voilà. Ja, so ist es früher abgelaufen. Ja, genau. Ja. Auch wieder ein lustiges Foto gemacht, wo man dann Benzin gemischt hat. Die Treibstoffmischer. Also. Quarsteiner Bus da hat er gehabt und so weiter. Und jetzt ist es ja wieder voll aktuell, oder? Wir fahren ja mit dem EcoBlue. Das heißt, wir kriegen ja Harnstoff dazu, damit am Diesel alle. Ja. Alles rein, rauskommt beim Auspuff. Ja. Der Plan B plant nicht mehr. Da kommt wahrscheinlich das BO, ja. Das bin nicht ich am Fahren. Ich habe das seinerzeit auch ein Jahr später vermietet gehabt. Das ist der Peter Frick und das muss Le Mans Grand Prix gewesen sein, ja. Mhm. Da sitzt also der Beifahrer, der sagt. Der sitzt einfach drinnen, hängt sie nicht mehr raus. Bin ich jetzt mit dem Ken Williams, ja, drin gesessen. Das ging vom Reglement her damals, aber das glaubst du nicht, was das für ein Rauschen im Blätterwald gab. Das ist das berühmteste Gespann, was es überhaupt gibt. Und das ist heute auch in der Sammlung von Heini Franz drin. Und er fährt das auch mit dem Eckhard Rösinger jeweils. Und ist natürlich immer ein Riesenwirbel, ein Riesenauflauf, wenn das Fahrzeug kommt. Ja. Voilà. Und da, wenn man das Bild ganz sehen würde, wahrscheinlich kann ich nicht. Gut, also da... Da hast du ziemlich alles verschreckt, was in deine Nähe gekommen ist. Oder? Da hat dir da wer die Bratwurst gestohlen oder was ist das Problem? Das gibt's ja nicht. Hat der Schwärzel gewonnen wahrscheinlich. Ja, der neben mir, das ist der Werner Schwärzel, der, aha, ja, wo damals den WM-Titel gewonnen hat, wo wir den Überschlag hatten. Auch immer wieder dabei bei uns ist der Hausi Leutenecker, viele kennen den natürlich. Ja. Ich habe den auch mal 78 im Seitenwagen drin gehabt am Bergrennen Gurnigl, war vorhin eine Anfrage wegen Taxifahrt. Wir haben aber etwas anderes gemacht. Damals hat der Ken Williams aufgehört im Herbst. Wir sind Bergrennen gefahren am Gurnigl. Gab ein gutes Startgeld damals als Weltmeister. Und der Hausi hat eine Extragage gezahlt,
Aber es muss im Blick kommen, es muss im Blick stehen, dass er drin sitzt. Der Schenkpeter natürlich kein Problem, Foto gemacht, Blick geschickt, alles drin. Der Hausi kam mit, hat alle Kioske leer gekauft unterwegs zum Gurnigl am Sonntagmorgen. Alle Sonntagsblicks, die drinnen waren, hat er mitgenommen, gratis verteilt. Das war Hausi. Ja, das waren noch richtige Rock'n'Roll-Zeiten da, oder? Halt auch, ja. Damals durfte man noch ohne Masken rumlaufen in einem, das waren auch, glaube ich, Blickgirls oder irgendwo in einem Dancing Nightclub oder so war, wurde man halt all jeweils auch eingeladen. Das war dann am 6-Tage-Rennen in Zürich, innen, also im Hallenstadion drin, Verfolgungsrennen mit dem Steinhausen. Der Beifahrer war übrigens Peter Schenk damals. Peter Schenk war Beifahrer? Nur da. Für diese Show. Anlass. Und damals, ja, der war dann aktuell, der Bea Preu halt, auch immer früher dabei gewesen. Ein guter Freund auch, ja. Und die Risi Betscher, die sind dann von deiner Region, glaube ich. Ja, das waren natürlich die zwei, die auch Geschichte geschrieben haben, dann den 6-Tage-Rennen. Ja, und ja, da waren wir auch, weil Feldschlösschen oder Schlossgold dort auch immer Sponsoring machte, wurden wir immer auch eingeladen. Ja. Oder? Und am Mittwoch, immer am Sportprogramm, hatten wir, ja, ein paar Mal hatten wir da Auftritte. Nach der Schweizer Sport. Ja. Genau, nach der Schweizer Sport, oder was das war, hat das gegeben, sind wir immer auch mitgefahren oder etwas bewegt dort auf dieser Piste. Da! Ich denke, dass wir bis Mitternacht schaffen mit dem Livestream, wenn der Marco bei jedem Foto stehen bleibt. Nein, nein, das ist gut. Der Fritz helfen da. Ah, das ist mein Foto. Ja, gut. Mein Stuhl. Ja, hat halt auch immer wieder irgendjemand einen Scherz gemacht. Ja, ja. Das sind halt all so Actionbilder. Webster und Klaffenböck auf dem Podium Hollywood, das ist eine Zigarettenmarke aus Brasilien. Damals eben wurden wir als Weltmeister eingeladen in Brasilien. Ja. Ja. Dann haben wir auch mit Rottmanns gefahren, hinten die 17. Schroff Steinhausen mit Camel. Und das ein ganz berühmter hier, der Rudi Holzberger, mehrfacher Schwingerkönig mit der Sonnenbrille. Auch der war jeweils beim Grand Prix mit dabei, damals mit dem Iseli Kurt, unser Manager, war dabei. Und das war dann 1979, wo hinten die Aufhängung gebrochen ist, Unfall und Hand gebrochen im Training in Assen. Ja. Und der Bruno Holzer, der wurde später Weltmeister, der hilft noch das Gespann aufladen. Ganz berühmter Fotograf, Maurice Bülow, die Aktiven, die kennen den noch. Der war bei jedem Grand Prix, hat Bilder gemacht. Aus der Schweizer Meisterschaft sogar hat er Bilder von mir noch gehabt damals. Ja. Das ist Markus Bösiger gewesen, auch aus Langenthal mit den Güdelbrüdern zusammen. Und auch der spätere Certina-Direktor Adi Bossart hier rechts. Ja. Zu erkennen, heute Radio-Direktor, Riesenkarriere gemacht, muss ich sagen. Und oben, ganz oben, der Bonhorst, Grand Prix, weiß ich nicht, kenne ich, das war sicher wieder, das ist wieder Donington. Ne? Ja, ja. Pressekonferenz im Aargau, wie heißt das Driving Center, wie war das gut? Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr, ja, ja. Damals hatten wir immer auch Pressevorstellungen. Also, ja. Der Kurt sieht doppelt so groß aus wie du. Ja, ehrlich, ja, aber es ist nicht so. Das ist ein halber Kopfunterschied. Ja, aber immerhin, ja. Ja, ja. Und das war 79, wo ich gesessen bin, in gespannt drin. Zwei gelenkte Räder, also Seitenwagenrad, mitgelenkt damals, ja. Wurde auch wieder verboten. Das ist Salzburgring, oder? Ja, Salzburgring. Du siehst den Rolf von Niederhäusen rechts. Jetzt muss ich schauen, jetzt langsam, jetzt ist es rausgefahren aus dem Bild. He? Ja, okay. Nein, nein, das ist gut. Der Tuner Folgera, Romeo Folgera, ja, rechts mit der Champion-Jacke. Auch er hat damals die Yamaha Motocross-Motorräder getuned von Graf und von Chris Hüsser. Und ist natürlich verantwortlich gewesen für die ersten WM-Titel bei uns. Damals auch Schlossgold zum ersten Mal.
Und jetzt könnten wir anhalten, das Bild. Geht das? Hä? Ja, das da hätte ich hier etwas dazu zu sagen. Ja, das ist auch. Jetzt können wir gleich reden auf der anderen. Sehr gut. Geht das? Kannst du das aufziehen? Ne? Also dieses Gespann, wenn du siehst, hatte dieses Zahnrad drin am letzten Grand Prix in Brünn. Ein 14. Platz hätte gereicht, um den WM-Titel nach Hause zu fahren. Diese zwei Zähne hier sind zuerst ausgebrochen. Nachher bin ich weitergefahren, im vierten Gang nur noch, bis halt zuletzt gar nichts mehr ging. Und wir sind stehen geblieben, den 14. Platz in Brünn leider nicht gemacht. Und da habe ich solche Bauchschmerzen gehabt, das kannst du mir glauben. Da war der Strahmaschi dabei. Also Aschi, Aranzewe, Zetor, hast du Tabletten, so weiße, ich weiß nicht mehr was, es war Riesentabletten gegeben, die nehme ich ab einer Million Schulden, hat er zu mir gesagt. Ja, kannst du mir gleich zwei geben. Weil in dem Jahr 1988 hatte ich alle Verträge auf Prämienbasis aufgebaut, weil ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass wir den Titel machen dieses Jahr und dass ich hätte richtig gut Geld verdient. Leider diesen scheiß 14. Platz haben wir damals nicht gemacht. Immer ja, wenn man sich zu sicher ist, geht irgendwas schief. Gell? Kann sein, ja, ja, ja. Und das war eben zu diesem Bild dazu. Ja. Zu der 88er Fahrzeugaufnahme. Auch das Fahrzeug steht bei Heini Franz im ja. Museum. Ja. Ja, es hat sich was zusammengetan. Ja, super, dann wird und zwar, Armin fragt, würdet ihr zur damaligen Zeit wieder Rennen fahren? Ja, sicher. Weil das ist etwas, was ich immer, oder ich sicher immer wieder machen würde. Vor allem mit so einem Chauffeur wie Rolf. Also das, ja. Das sind Erlebnisse, die man nie nachholen kann. Oder das unvergesslich einfach. Immer wieder, ja. Wie sieht es bei dir aus, Rolf? Ich sicher, ich würde alles genau gleich, vielleicht ein paar Sachen noch ändern. Diese vier WM-Titel, die durch die Lappen gingen, hätte man verhindern können und die Titel noch machen. Aber immerhin sieben WM-Titel sind dabei rausgekommen, achtmal zweite musst du auch zuerst machen. Und ich darf behaupten, dass ich sicher die schönsten 25 Jahre erlebt habe, wo jemand erleben kann. Ich muss auch immer sehen, woher wir kamen und was daraus wurde. Also ich habe ja auch nur Automechaniker gelernt, in Anführungs- und Schlusszeichen, und habe doch über 25 Jahre von diesem Sport auch gelebt und viele schöne Sachen erleben dürfen. Und die möchte ich nicht missen. Ich möchte es nochmals erleben, wenn ich zurück könnte. Eine weitere Frage von Rocco. Und zwar, was ist gefährlicher, wenn man Fahrer oder Beifahrer ist? Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Ich glaube nicht. Schwierig. Natürlich, als Beifahrer kann ich das Boot verlassen, wenn ich will. Der Fahrer bei einem Sturz, das haben wir immer wieder gesehen, natürlich, wenn sein Seitenwagen überschlägt, der Fahrer kann nicht raus, der Beifahrer fliegt weg, aber der Fahrer ist meistens unter dem Fahrzeug. Und ich würde schon sagen, der Fahrer hat mehr Probleme, der kommt nicht raus, wenn etwas losgeht. Oder wenn etwas, wie jetzt auch wieder, habe ich in der neuen, der junge Streuer, er ist auch wieder verletzt, weil das Fahrzeug überschlagen hat und er konnte nicht raus. Beifahrerin ist nicht verletzt. Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, ja, wenn man Pech hat, dann hat man Pech. Aber wir hatten sehr viel Glück natürlich auch immer. Und wir hatten, ja, Rolf hat immer erst dann richtig Gas gegeben, wenn alles perfekt war. Er hat nicht etwas erzwungen, oder? Und darum ist nicht nur Glück, es gehört auch das Können dazu. Die nächste Frage von Volker. Wie hoch waren damals die Spitzengeschwindigkeiten? Hockenheim haben wir 280 gezogen, auf der Waldgeraden damals. 500 Kubik
etwas über 200 PS, 208 PS am Schluss mit dem Swiss Auto V4 Motor. Da sind wir sicher 280 gemessen in der Lichtschranke gewesen mit Dreirad. Und man muss sich vorstellen, sehr, sehr wenig Abtrieb mit diesen Verkleidungen damals. Also das Fahrzeug wurde dann auch leicht. Ungefährlich, ja. Ja, das musste dann ganz fein behandeln. Und das braucht dann auch einen Beifahrer, der sich ganz, ganz fein bewegt. Und das ja, ist gut, wenn der Beifahrer ein bisschen mehr Gewicht hat. Ja, auch nicht schlecht. Bodenständiges Gewicht, wie man so schön sagt. Hier noch ein Kommentar von Peter Bammer. Du hast immer probiert, schneller als die 500 zu sein. Ja, immer vielleicht nicht, aber das war doch immer auch ein Ziel. Und wie gesagt, 79 in Mugello. Ich wusste, ich kann die Zeiten fahren, weil im Frühjahr mit dem Hochstädter Trainingscamp, damals in Mugello, habe ich die Zeit gefahren. Im Sommer nachher am Grand Prix, halt Temperaturunterschied, nicht mehr so viel Sauerstoff in der Luft, mit dem Zweitakter nicht mehr ganz so schnell gewesen. Und ich wollte es mit der Brechstange zwingen, aufs Dach gelegt, aber 88 ist es doch gelungen. Ein Kommentar von Frankie. Schöne Grüße an euch alle. Wieland Waltisberg, ihr wart meine großen Helden in den 80er Jahren. Heute ist es der Horst. Ja. Schön, haben wir drei Helden hier. Danke für die schönen Momente, die ihr mir in meinem Leben beschert habt. Schön, oder? Ja, ganz schön. Danke vielmals auch. Ich denke, wenn wir dann da draußen einen Film anschauen und Bravo lesen, dann genau. Wir werden dazu noch ein bisschen aufgehen dann. Noch ein Kommentar oder eine Frage von Rosi. Wie ist das Gefühl, wenn man das erste Mal in so einem Seitenwagen sitzt und sich raushängt? Diese Frage geht vielleicht an dich. Ja. Sicher speziell, aber man fängt natürlich nicht so schnell an wie am Anfang. Ich bin natürlich nur immer zuerst in der Schweiz Bergrennen gefahren, eben mit Thomas Müller zusammen. Und wir hatten die ersten Gehversuche natürlich auch gemacht auf Parkplätzen, auf dass man das miteinander spielen kann. Ist man nicht gerade auf die Rennstrecke, auf die schnellen Rennstrecken gegangen. Und Bergrennen hat man natürlich, zieht man nicht die Übersetzungen wie einem Rundkurs. Die Umstellung von Bergrennen nachher zu schnellen Strecken jetzt, ja, Hockenheim. Da habe ich ein Riesenerlebnis natürlich auch gehabt, das erste Mal mit Rolf, die lange Gerade, zu früh den Kopf raus, weil ich gedacht habe, die Kurve muss jetzt kommen, aber das reißt einem fast zum Seitenwagen raus natürlich, wenn man da einen Fehler macht und zu früh rauskommt aus dem Windschatten von der Verschalung. Und Rolf denkt natürlich dann auch, ihm fehlen dann noch fast 1000 Touren, wenn da einer der Kopf zu viel zu früh rausnimmt. Robert Decker möchte auch noch etwas wissen. Herzliche Grüße an Rolf und natürlich auch an Horst. Was hat sich an der Gespannstechnik seit Rolfs Tagen verändert? Also an der Geometrie, also am Chassis überhaupt nichts. Die fahren nach wie vor dieselben Chassis-Tippen von LCR. Was geändert hat, es wurden diese Zweitakter wurden ersetzt durch Viertaktmotoren. Am Anfang hatte man 1000 Kubik, aber seit 2-3 Jahren fahren die auch 600 Kubik Viertakter. Das ist die einzige Änderung, sogar die Verkleidungsform, wie ich sie am Schluss gemacht habe, wie sie auch hier steht, wird heute noch verwendet. Die Innovation fehlt einfach auch etwas. Ich weiß nicht, woran das auch liegt, weil ich habe doch immer technisch auch wieder etwas versucht, auch viele Rückschritte gemacht, auch, aber doch immerhin. Wir haben Erfolge gehabt. Wir haben auch, glaube ich, 81 Grand Prix gewonnen. Das heißt, also wir sind unter allen Solofahren, glaube ich, mit den Solofahren zusammen, glaube ich, Fünfte, ja, bin ich mit 81 Grand Prix-Siegen. Ja, ja. Gut, vielen Dank für die Antworten. Noch eine von Bernhard.
Und zwar, welcher Zeitunterschied ist zwischen 2 und 3 Rad bei der Isle of Man? Das weißt du vielleicht besser, Horst. Ja, in Meilen. Die fahren heute wie viel? Ja. Aber 118, habe ich gemeint, ist er auch gefahren. Ja. Sind sie, glaube ich, sogar... Ja, ich weiß es. Ist es, glaube ich, und jetzt. Ja, das ist jetzt für mich nicht zu beantworten im Moment. Ja. Ich muss nachschauen. Kannst du ja googeln. Ja, die Rundzeiten habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ja. Die Solomotoren sind einiges schneller. Also, sie sind viel schneller. Es ist auch so, dass auf der Isle of Man ist es umgestellt worden auf 600 Kubik. Also Seitenwagen sozusagen nur noch vier Takte fahren. Und das ist natürlich ein Leistungsunterschied, ist da enorm zu einer. Tausende, das ist klar. Ja. 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 Noch Grüße aus der Wärme, Portugal. Der Werni. Grüße zurück. Der Werni aus der Wärme. Ja. Aus der Wärme. Ich habe mir fast noch Probleme gekriegt, weil meine Frau ist Lehrerin und sie hat nicht gehabt, dass man das Berg bei dir mit einem P schreibt. Mit einem B wie Bauer schreibt. Ich bin natürlich ein Spezieller, ja. Ich denke, dass immer irgendwer verschrieben hat, früher ist es schon mal da. Stefan Koch, war ja gut, warum geheiratet? Entschuldigung! Ja, das war natürlich schon früher bei meiner, ja, wo man Motorsport machen wollte, reichte das Geld natürlich nicht nirgends hin. Und darum habe ich mit Thomas Müller angefangen, Seitenwagen zu fahren. Wir haben das Geld zusammengelegt und der Thomas war der Ältere und der Schnellere. Und dann war ich bei ihm im Seitenwagen und wir hatten auch Erfolg damit. Und nachher, wo ich natürlich bei Rolf einsteigen konnte und das Hobby als zum Beruf machen konnte, was wollte ich dann noch mehr, oder? Wenn ich so etwas erleben kann, hat alles gepasst und es war gut so. Ich denke, wenn wir jetzt Zeit haben, schauen wir uns noch kurz die Kombis an. Ihr könnt das gerade kommentieren. Ich da mal kurz drüber gehen. Also. Okay, also das sind jetzt die Kevlar-Kombis, wo wir am Schluss verwendet haben, gefahren sind. Sehr leicht, also gegenüber diesen heutigen Lederkombis. Wir haben natürlich auch praktisch keine Protektoren drin gehabt. Außer dem Rückenprotektor, den ich separat getragen habe. Vorne aber, du siehst, wenn du am Bauch extra Werbefläche fürs Podium, aber beim Fahren war der Reißverschluss zu und da du eine extreme Position drin hast im Seitenwagen, dass du die Wülste da nicht gehabt hast, hat dann Hans Hess das designt, diese Kombis von den Abfahrtkombis aus der Ski. Szene wurde das kopiert und auf uns angewendet. Und da sind schon Unterhandschuhe dabei, ja? Oder wie ist das? Ja, das war natürlich auch von Desente, von Hess, die Idee. Und so konnte das Kombi bei einem Sturz, wenn man fliegt da und die Arme hoch, wenn es einem durchstreckt, dann kann das Kombi nicht weg vom Arm. Von den Armen oder von auch ja, die Protektoren konnte nicht verschieben. Da haben wir noch Kombis. Das war eigentlich vor X, aber trotzdem ja. Was. Hostetler, genau, Furigan, ja. Damals hatten wir einen Vertrag bekommen durch Hostetler bei Furigan und das ist das Lederkombi vom Kurt. Das war nicht mehr viel da. Crash, wir hatten einen Crash in Chimay, so einem internationalen Rennen. Ja. Und die Vorbereitungen waren dort nicht ganz so gut wie beim Grand Prix. Und wir hatten noch Reifen gewechselt und der Luftdruck war auch noch nicht da und die Gerade zu früh eigentlich auch beschleunigt und bei Vollgas eigentlich ging der Reifen von der Felge weg und auch nicht mehr haltbar das Gespann. Wie der Kurt, der kann ja noch abspringen oder so, wenn es wirklich einmal böse kracht. Aber der Rolf, du kommst ja unmöglich aus dem Seitenwagen raus, oder? Wenn es aufs Dach geht, bist du halt drin. Und das ist Wahnsinn, oder? Das ist
keine Chance, aber ja. Aber ein Beifahrer, ein guter Beifahrer fällt auch nicht raus. Das muss schon irgendwann dann 360 Grad drehen oder so, bis ihn rausstreckt. Ja. Ja. Ordentlich hört man schlecht. Mich hört man schlecht. Ja, weil wir den Ton überall zurückgestellt haben, einfach auf Verdacht, gell? Weil es geheißen hat, das ist zu laut. Das heißt, wir müssten ihn wieder draufstellen. Aber ich kann es ja näher rutschen. Ja, was haben wir noch zum Erzählen? Das ist natürlich schon bei einem Kombis. Wir haben natürlich auch immer sehr viel mitgeholfen mit den Herstellern. Und unsere Sachen nach Hause gebracht und gesagt, wieso und warum. Auch wie bei den Helmen haben wir mitgearbeitet und sehr viel mitentwickelt. Und früher die Kombis, also wie man das, wo man da sieht, das Furigan, das war ganz ein kleines Spaltleder. Auch natürlich wieder Gewicht gespart, aber die Sicherheit, da war nicht viel dabei. Die Kevlar-Kombis waren natürlich nachher viel, viel besser. Und heute die Kombis, die Rennfahrer haben, das Känguru-Leder ist auch wieder das Beste momentan, was man jetzt kriegen kann natürlich. Oder? Das ist Wahnsinn, jetzt haben wir viel gesehen, aber wir haben da noch ein Buch, oder? Und in das Buch müssen wir wahrscheinlich noch einmal... Aha, ich sitze schlecht, ja, ich bin ein bisschen weggerutscht, gell? Und darum habe ich schon Zeit, schalt noch mal auf die Action-Kamera bitte, Marco. Ja, wir schauen uns jetzt noch ganz kurz das Buch an, was der Rolf da mitgebracht hat. Aber jetzt, ich habe es gerade so schön eingestellt, die Kamera, schau das an. Oh, das war ein bisschen zu viel. So. Okay, also das gibt diese Jahrbücher und das war damals 97, 98 vom Schertenleib, Jean-Claude Schertenleib macht immer diese Bücher. Ich habe das Vorwort geschrieben, aber was ganz schlau ist drin, alle meine Gespanne mit dem Jahrgang dazu. Und das hilft mir immer wieder, diese Eselbrücke zu schlagen, wenn ich bekomme Bilder, du, welches Jahr war das jetzt und so weiter, das kann ich hier nachschauen, weil ich weiß das auch nicht mehr alles. Und da sind alle diese Fahrzeuge drin. Ist auch Sachen von Solo drin, aber diese Bücher gibt es jedes Jahr von Jean-Claude Schertenleib. Das sind wir halt auf dem Titelblatt gewesen. Gibt es sowas noch immer zum Kaufen? Oder? Ja, gibt es. Ja. Jedes Jahr neu, Jean-Claude. Ah, noch immer hier, ich habe gedacht, damals. Nein. Das gibt es aktuell immer neu. Ja. Und das ist dann die ganze Story drin gewesen, in dem Buch da über uns und so weiter. Und auch, du kannst diese Sachen noch, der Heini Franz hat, glaube ich, noch 100 von solchen Büchern, würde er auch günstig abgeben. Ah ja, gut. Obwohl er so ein Sammler ist, würde er es noch abgeben. Ja, er hat ja genug von denen. Ja, glaube ich schon, ja. Ja, ich weiß auch nicht, was haben wir noch alles zum Erzählen? Natürlich zum Abschluss oder so, zum nahen Abschluss. Ich weiß nicht, wir haben immer so eine ganz lustige Geschichte, wollen wir noch hören zum Abschluss von jedem. Ne? Eine jugendfreie. Ja, die kann der Kurt dann erzählen, meinetwegen. Für mich geht es noch auch Isle of Man. Also ich war ja auch bin dreimal da gefahren, zweimal mit Ken Williams und im zweiten Jahr, das war dann 78, mit dieser berühmten BO, Zweiradantrieb, 750 Kubik drin. Und früher hat es auch viele Tote gegeben. Und in diesem Rennen, wo wir gestartet sind, 3 Tote. Einer, der parallel zu mir gestartet ist, der Mark Hobson, Kenny Birch im Seitenwagen. Und die Runde später komme ich wieder Bray Hill runter. Ich dachte, ja, gelb, okay, etwas zugemacht, vorbei und den Ding hoch, unten am Bray Hill, immer noch gelb. Herr Gopferdeli, was ist da los? Sehe ich das Fahrzeug vom Herrn Straxel an der Wand kleben. Und das war das Gespann, wo der Rees Steiger drin war. Ja, den kenne ich auch gut. Natürlich sehr gut, auch der Federungsspezialist heute. Und der Rees Steiger ist mit seinem Fuß, hat er heute noch daran zu nagen. Und der war damals im Seitenwagen mit. Ja. Sein Fahrer auch tödlich verunglückt. Wir haben ihn damals, der Mechaniker, der Max Bucher war dabei. Ja. Und wir haben damals
Er hat das organisiert, eine Kremation auf der Isle of Man. Also Ernst Draxl wurde da in den Ofen geschoben quasi, weil wir konnten uns das nicht leisten oder er hatte auch keine Verwandtschaft. Es hatte niemand das bezahlt, eine Überführung in die Schweiz und da das Begräbnis zu machen. Das hat man dann später etwas nachgeholt, aber wir haben die Urne mitgenommen damals. Das hat alles der Max. Und das, früher war das halt so, es hat auch Salzburg Grand Prix gegeben, wo es halt tödlich ausgegangen ist und so weiter. Das kennt ihr heute vielleicht nicht mehr, du schon, weil du fährst ja diese Rennen noch, aber doch, Grand Prix ist heute anders. Ja, es war alles ein bisschen mehr Hardcore, oder? Es hat, auch wie ich das erste Mal in meinem Leben am Österreichring gefahren bin, das in der Bosch-Kurve, der Sturzraum war nicht so groß, oder? Dann ist er ein Jahr später ist er größer geworden und dann noch. Aber am Anfang waren auch normale Rennstrecken, also wo man heute sagt, Hochsicherheitsrennstrecken, waren nicht so ausgelegt fürs Stürzen, oder? Das war gerade einfach schön Abend mit den Zuschauern hin. Ja, was. Ja, der Kurt, der hat andere Storys vielleicht, aber... Das wirft jetzt gleich ganz anderes Licht auf den Kurt, er ist also mehr ruhig hinten. Täuscht, der Wolf sind Schach. Kurt, hast du uns irgendwas Lustiges zu erzählen? Komm, irgendeine Story. Die Zeit reicht da nie, wenn man alles erzählen möchte oder könnte. Oder... Ja, ja. Nein, wir haben so viele schöne Sachen erlebt bei einem Grand Prix. Weil ja, früher war es, oder zu unserer Zeit war es einfach ganz anders als heute. Heute ist alles, ist zu viel Geld in dem ganzen Zirkus drin und die Fahrer, die dürfen ja gar nichts mehr machen, die müssen nur noch parieren und wir konnten, im Fahrlager, da ist so viel Schönes abgelaufen, weil im Motorradzirkus ist wohnte alles im Fahrlager, sogar die Stars wie Robert alles und mit ihren großen Wohnmobils und am Abend ist man zusammengesessen, hat etwas getrunken und war wirklich schöne Zeiten. Und jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Wann seid ihr zwei das letzte Mal zusammen im Seitenwand gesessen? Das ist ja gar nicht so lange her. Ich habe Fotos gesehen, die müssen nicht so lange her sein, oder? 19 in Gadwell Park und Schwanenstadt. Diese zwei fahren wir natürlich auch. Schwanenstadt wackelt noch, aber im Moment Gadwell Park wäre angesagt Ende August. Und da fahren wir hin, also wenn das klappt. Ja. Ich werde mich bei euch vielleicht noch melden. Ich hätte also eine Idee in Neuseeland am Cemetery Circuit, was früher die Marlboro-Serie war, oder? Ja, ja. Wo ich gesagt habe, auch historische Seitenwagen und alles fahren. Vielleicht könnte man da ja was organisieren, dass ihr zwei noch mal einen Gastauftritt hinlegt. Aber es müsste ein bisschen Gas geben. Vergiss es nicht. Also, rufst du in England drüben, ne? Die spinnen komplett. Ja. Also du musst schon frische Reifen kaufen. Ja, ja. Rolf ist nicht zu bremsen, wenn, ja, wie jetzt auch das Gateway Park, du kennst ja die Strecke, das geht auf und ab. Und da sind die Jungs, die Engländer. Webster hat zwischendurch Pause gemacht und war wieder an die Boxe, sich ausruhen. Rolf immer Vollgas und ich immer gedacht, du, wann macht er Pause? Aber er ist immer einfach immer noch Vollgas. Ja, aber es gibt Strecken, da ist einfach jede Runde zählt. Streckenkenntnis ist es A und O, oder? Und je komplizierter das wird und je schwieriger das ist, desto besser ist, je mehr Runden das man dreht, oder? Also, so habe ich die Erfahrung gemacht. Du investierst also auch in unserem Alter immer noch neue Reifen, ne? Sonst bist du nicht dabei. Nein. Das Risiko auch zu groß. Aber da könnte man vielleicht was organisieren, oder? Schauen wir mal. Aber dann muss ich natürlich auch von daheim kurz weg, weil ich auch nach Neuseeland muss, aber ja, ich werde es in Kauf nehmen. Bin gespannt. Ja, haben wir zum Abschluss auch noch die eine oder andere Frage? Haben wir, ja. Genau, und zwar hier noch ein Kommentar von Lukas. Konnte nie viel mit Gespannen anfangen, dann live auf Isle of Man gesehen und ich war infiziert. Heute leider nicht mehr so bekannt, beliebt wie früher. Ja,
Ich muss noch kurz was dazu sagen, weil ich bin ja ein Idol of Man-Zuschauer sozusagen. Und ich sage, es ist der Wahnsinn. Ich schaue am liebsten, weil ich bin ja zweimal drüben gewesen, wie ich nicht fahren habe können selber, oder mit dem Handgelenk gebrochen und so, oder da auch mal irgendwas gebrochen. Und, aber Seitenwagen, das ist der Wahnsinn. Da denkst du dir, nein, er bremst nicht, das Gas bleibt stecken. Das ist unglaublich, wie spät das bremst wird und mit welchem Kurvenspeed. Das ist einfach unglaublich. Es ist so spektakulär und wie du siehst, wie das arbeitet, oder? Das ist, der kommt da runter, unglaublich. Da musst du gar nicht bei Hill stehen, sondern auch an Stellen, wo sonst gar nicht so spektakulär sind. Mit dem Seitenwagen ist das der Wahnsinn. Also ich habe auch mit Birchalls geredet, weil die bauen ja die LCRs nach jetzt inzwischen. Ich hätte gute Ideen für die Gespanne auf der Isle of Man, was man noch machen sollte unbedingt. Der Schwerpunkt ist viel zu hoch, wo die fahren. Die sind auf einen Schlag noch 2-3 Meilen schneller. Das sind ja auch Freunde von mir und das sind echt so nette, freundliche Typen und jede Sekunde, die frei ist, wird geschraubt, geputzt, gemacht. Sie sind echt gut und sie sind natürlich auch viel in der Schweiz jetzt, oder? Waren jetzt. Waren, ja. Und werden dann wieder sein. Okay. Ja. Müssen wir da noch reinhüpfen? Ja, es kam eine Frage. Können die beiden, Rolf und Gurt, ich denke mir, der Marco immer mit seinen Fingern, ich weiß nicht, was er mir zeigen will. Rolf und Gurt, bitte nochmals Platz nehmen im Gespann, wäre sensationell und ich würde gerne einen Screenshot davon machen. Ja, bitte macht's. Das wäre doch auch ein schöner Abschluss. Und ich werde auch noch mit der Kamera auch noch in Stellung gehen, dass wir da eine zweite... Früher ging das nicht so mit den Schuhen, aber der Kurt hat da inzwischen großzügig ausgesägt. Ne? Also so. Es kommt immer. Oh. Ich muss ja darüber. Ja, ganz verreckt. Ja? Welche Stellung willst du? Vollgas gerade. Ja, gegen die Wand. Ja. Also wir passen noch rein, ne? Der erste gemeinsame Raum mit deiner Frau, welche Stellung willst du? Und den Satz hast du dir immer noch gemerkt, ja? Sehr schön. Gut, cool, ja. Ich hoffe, mein Mikrofon ist ausgefallen. Jo! Ja, so gut, so gut. Das ist Heimat. Es ist gar nicht so leicht zum Rein- und Raussteigen, ja? Ja, es ist großzügiger ausgeschnitten jetzt. Ja, aber früher war das ganz, ganz eng. Ja. Wahnsinn. Ja, so. Super. Okay. Ja, ich würde sagen, hey, danke vielmals für den super interessanten Abend. Und da, ich bin im Bild. Warte, dann tue ich die Kamera weg. Ja, für mich war es super interessant. Ich habe so viele Sachen erfahren und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur ganz kurz vom Sehen kennt die zwei, aber die Namen sind natürlich legendär, oder? Die kennt jeder auf der Welt. Und es ist was, das man daheim wahrscheinlich noch ein paar Mal ich mir selber anschauen werde und alles nochmal in mich reinziehe. Und es tut mir leid, dass wir am Anfang da ein paar Probleme gehabt haben. Da sind zweimal ein paar Multistecker aus der Steckdose rausgezogen worden, dass wir einen komplett Stromausfall gehabt haben. Nur das Einzige, was wir abstellen wollten, nämlich die Heizung, Lüftung und den Kühler, der ist nicht abgegangen, der ist immer anders angesteckt gewesen. Ja, so weit, so gut. Hey, danke vielmals an die zwei. Es war sensationell. Und ja, jetzt würde ich sagen, einen kleinen Applaus für die zwei. Aber wir haben kein Publikum. Danke, Kurt und Rolf. Hey, danke vielmals. Ja. Ich habe sicher Verbesserungspotenzial.